Hallo meine lieben Freunde, heute kommen wir nochmal zum Auto. Es geht heute nochmal um das Auto, ganz klare Sache. Der Wagen ist jetzt in der BRD, Raum Bremerhaven. Er hat die Strecke von 3800 Kilometern sehr gut überstanden. Keine Probleme mit diesem Auto, sehr gut, sehr zuverlässig. Und es geht nochmal um den Preis für dieses Fahrzeug. Nochmal um den Preis, ganz klar. Da lese ich so manchmal Kommentare, ja, macht das Auto doch eine Schrottpresse rein. Ganz selten Kommentar, nur zwei oder drei waren sie insgesamt drauf. Oder ich gebe dir 1200 Euro oder sonst was. Mensch, Jungs, ihr dürft nicht vergessen, das ist Cadillac, ist kein No-Name-Auto. Das ist eine teure Automarke. Das Auto hat 1994 120.000 Mark gekostet. Das ist kein Schrotthaufen. Der ist gepflegt worden, der Wagen. Ich kann natürlich auch, verzeiht mir, ich muss mein Zettel mal ab und zu abgeben. Der Wagen ist qualitativ hoch. Er kann mit jedem Mercedes und BMW, also mit 500er Mercedes und 7er BMW mithalten. Das ist kein Problem. Sehr gutes Fahrzeug. Und nicht, da habe ich noch gelesen, oh, finde ich für 1800 Euro im Internet das Auto. Natürlich findest du das für 8000 Euro im Internet. Kein Problem, weil das Auto, das sind die Fahrzeuge, die 500.000 Kilometer auf der Uhr haben und komplett verrottet sind von innen, die nie gepflegt wurden, wo nichts dran gemacht wurde. Das darf man nicht vergessen, ob ich jetzt ein Auto in gutem Zustand habe, super gepflegt oder im Schrottzustand. Das ist ein Unterschied, das macht auch die Preise aus. So, bei diesem Galaxy V wurde immer alles gemacht. Wir gehen eben ein bisschen weiter. So, ich habe mein ZDS, kennt ihr ja schon. Und wie gesagt, das ist ein Auto von GM, das ist die Obermarke. Cadillac hat immer sehr gute Verarbeitung. Die ganzen Stars in den 70er, 80er, auch heute teilweise, fahren Cadillac. Wie zum Beispiel Elvis Presley hat Cadillac gehabt, Dean Martin hat Cadillac gehabt, Sammy Davis Jr. hat Cadillac gehabt. Die haben die Autos nicht gehabt, weil sie Schrott sind, weil das einfach super Fahrzeuge sind. Deswegen hat man die Fahrzeuge gefahren. Ganz einfach. So sieht das aus. So. Und ihr fragt euch noch eine Sache, warum gebe ich das Auto einfach mit nach Deutschland zu einer Dame, die das dann also mit nach Deutschland nimmt? Ich muss dazu sagen, die Dame, eine liebe nette Dame hat das Fahrzeug mitgenommen. Und während meiner Selbstständigkeit damals in Deutschland hatte ich auch gewisse Probleme mit dem Finanzamt, mit dem Klauenamt nennen wir das, einfach schrecklich. Und diese Frau hatte mir sehr geholfen, damit ich aus dieser Schlinge wieder rauskam. Ich war damals selbstständig, der Laden hat gut gelaufen, war alles schön. Aber das Finanzamt, diese Verbrecherbande, kam mit überhöhten Forderungen. Und da hat sie mir aus der Patsche geholfen. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, nimm das Auto bitte mit, mach damit, was du willst. Ist mir egal, das Auto muss raus und behalt es oder verkauf es oder wie auch immer. So, gehen wir nochmal die, sonst wäre ich, ja. Wenn die Dame nicht gewesen wäre, wäre ich heute nicht in der Türkei. Das kann ich schon mal sagen. Und nochmal zu der Sache, weil ich hatte einen Anruf von ihr, von der lieben Dame. Und sie hat ja gesagt, sie hat schon Preisangebote bekommen. Aber sie möchte, dass sie ihr ein Gebot abgibt. Ich habe finanziell nichts von dem Auto. Wie gesagt, ich habe es einfach abgegeben. Nicht, dass jemand noch denkt, ich habe da Gewinn von. Auf keinen Fall. Ich war der guten, lieben Frau noch was schuldig. Und deswegen habe ich es gemacht, wie gesagt. Aber wenn ihr was machen wollt oder... Gibt einfach ein Gebot ab, diese WhatsApp-Nummer, die unter dem Video steht von dem Auto, also sie hat WhatsApp, da könnt ihr hinschreiben, schreibt einfach drauf, ihr möchtet das oder das zahlen oder so. Aber wie gesagt, das Auto ist kein Schrotthaufen, das ist wirklich ein gepflegtes Fahrzeug. Und natürlich hat er auch Gebrauchsspuren, alltägliche Gebrauchsspuren im Laufe der Zeit, ist ganz klar, aber allgemein Zustand ist sehr gut, da kann man nichts sagen. So, ich denke, meine lieben Freunde, alles ist gesagt. Dann grüße ich meine türkischen und deutschen Freunde und schönen Gruß nach Deutschland nochmal.